Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute ist der 20. Juni 2020. Mein Name ist Gunter Krüger und das ist der Kanal Jivaka World. Es gibt so viel zu erzählen. Ich habe so viel erlebt. Ich bin in der Zwischenzeit wieder bei mir zu Hause angekommen. Das hat alle möglichen Gründe und davon werde ich mehr erzählen in der nächsten Zeit. Und gerade jetzt habe ich mir die Kommentare und die Mails angeschaut, die ihr mir geschrieben habt. Dafür danke ich euch sehr herzlich, von Herzen, wirklich. Es ist wunderschön, was ich lese, und ich freue mich riesig darüber. Es ist ein Wunder, was sich da zeigt, was sich da abzeichnet. Und ich möchte auch ganz besonders der Eva Buntfieber danken, denn offensichtlich, was kann ich sagen, ich kenne sie nicht persönlich. Sie hat mich eines Tages angeschrieben, weil sie auf diesen Kanal aufmerksam wurde und hat sich auch dieses Buch bestellt. Und was ich über die Nachrichten, über die Mails lesen kann, ist, dass sie immer wieder darauf hinweist und dass sie offensichtlich davon überzeugt ist, dass das gut ist, dieses Buch und auch die Botschaften, die ich in diesem Kanal gebe. Und danke dafür, liebe Eva. Und ja, das möchte ich mal zuerst sagen. Okay, was noch? Ich bin gestern Nachmittag wieder angekommen hier in Gdynia. Finally. Und bin gerade dabei, mich wieder zu sammeln. Deswegen sehe ich auch aus wie ein Vogel. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich wieder zusammenzusetzen. Das heißt, mein nächstes Vorhaben besteht darin, mich in die Badewanne zu legen und mich wieder ein bisschen in Form zu bringen. Gut, das mal vorab. Was noch an dieser Stelle? Ja, zum Buch. Das sieht so aus, nach wie vor. Ich habe dieses Buch geschrieben. Es ist bei mir im Rechner als PDF und ein guter alter Freund von mir hat sich des Buches angenommen vor einiger Zeit, hat das gesetzt, hat das in Form gebracht und hat das über Amazon in die Welt gebracht. Ich hatte in der Zwischenzeit absolut keine Zeit, mit ihm in Kontakt zu treten, deswegen bin ich gar nicht im Bilde darüber, wie die Lage auf dieser Seite ist. Und aufgrund meiner ganzen Erfahrungen dieser Reise, muss ich sagen, bin ich gar nicht mehr so davon überzeugt. Ich meine das mit Amazon und so weiter. Diese ganzen Corporations, diese riesigen Firmen, dazu stehe ich nicht. Und nach diesen Erfahrungen absolut möchte ich das auch ändern. Das heißt, mein Vorhaben ist, dieses Buch in die eigenen Hände zu nehmen und es aus eigener Kraft drucken zu lassen. Nicht als Papierversion oder so billig, sondern schön mit Hardcover, so dass es wirklich so aussieht, dass ich es voll vertreten kann. Und ich möchte vor allen Dingen, dass es aus dem eigenen Feld heraus in die Welt geht und nicht über irgendein blöde Amazon oder irgend so eine riesige Firma. An dem Punkt stehe ich bislang noch nicht. Jetzt geht es erstmal darum, ja, die nötigen Schritte zu tun, die dafür erforderlich sind. Das wird noch ein Momentchen dauern, schätze ich. Ich werde mich da als nächstes dran setzen.
Und bis dahin ist dieses Buch eben über Amazon erhältlich als gedrucktes Buch und auch als E-Book oder eben bei mir persönlich. Ich kann es nur als PDF versenden, denn das ist alles, was ich habe. Du kannst es dir dann ausdrucken. Das ist, was im Augenblick möglich ist, was mir im Augenblick möglich ist. Und du kannst dafür geben, was dir angemessen und möglich erscheint. Und jeder Betrag, den du gibst, der wird mir für die Arbeit helfen und für mein Leben. So ist der momentane Stand der Dinge. Gut. Ich bin noch, wie gesagt, ein bisschen wirr sozusagen im Kopf, aber das wollte ich gerne mitteilen. Meinen Dank an euch, meinen riesigen Dank für die ganze Liebe, die ganze Unterstützung, das ganze Mitfühlen und die vielen, vielen guten Wünsche, die ich auf der Straße bekommen habe und die ich die ganze Zeit bekomme. Es ist großartig. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sind verbunden. Und ich freue mich auf alles, was kommt und was wir zusammen erleben können und zusammen erleben werden. Also bis dahin habt einen schönen, was haben wir heute, Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht genau. Habt eine gute Zeit und schaut euch auch die anderen Filme an. Wenn es um Themen wie Gesundheit geht, um die Wiederherstellung der Gesundheit oder die Wiederherstellung der Selbstverbundenheit, dann werdet ihr vieles, vieles auf diesem Kanal finden, der mittlerweile seit 6 Jahren besteht. Das ist eine riesige Sammlung, eine riesige Bibliothek an Wissen und nicht nur das, sondern auch an ganz konkreten Mitteln, die ihr verwenden könnt. Das ist mein Beitrag in die Welt, an die Menschen. Gut, also bis dahin, macht's gut. Ciao.